Energiewende vor Ort, Wertschöpfung und Widerstand. Dass die Wende zum Ökostrom nicht nur positive Seiten hat, liegt schon der Titel des ersten Grünen Salons der Heinrich-Böll-Stiftung am Dienstag im Ludwigsluster CBEF Mehrgenerationenhaus erahnen. Einleitend stellte Ludger Klus das regionale Energiekonzept für Westmecklenburg vor. 2010 wurden dafür umfangreich und für jede Gemeinde Daten erhoben. Das Konzept zeigt den Königsweg. Die Realität sieht leider oft anders aus. Vom Widerstand gegen geplante Windparks über Kritik an Biogas-Monokulturen bis zur EEG über Alimentierungsdebatte. Für Johann Georg Jäger, den energiepolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im Landtag, besteht die Energiezukunft aus weiteren und größeren Windrädern. Wir werden diese 105.000 Megawatt in Deutschland, auch um eine Zahl zu nennen, dafür brauchen wir etwa 42.000 Windkraftanlagen. Das werden Windkraftanlagen sein, die scheinbar kleiner sind als heute, scheinbar nur deswegen, weil es um eine niedrigere installierte Leistung geht. Die werden etwa im Bereich von 2,5 bis 3 MW liegen. Wir haben heute Anlagen stehen mit 5 bis 7,5 MW. Und wir werden diese kleinere Generatorleistung deswegen haben und einen deutlich größeren Rotorkreisdurchmesser, um eine konstantere Stromproduktion hinzukriegen. Im Moment haben wir das so, dass in dem Moment, wo wir viel Wind in Deutschland haben, diese ganzen Anlagen auf Volllast laufen, wir eigentlich schon gar nicht wissen, wohin mit dem Windstrom. In dem Moment, wo ich einen größeren Rotorkreisdurchmesser habe und einen kleineren Generator, fängt diese Anlage an, schneller auf Nennleistung zu gehen, also dann Strom zu produzieren, wenn ich ihn wirklich brauche. Holger Friel von der Bürgerinitiative Landwindleben sieht eine Zukunft voller Windräder rund um Ludwigslust. Wenn wenigstens die Bürger etwas davon hätten, wäre diese Vision wesentlich annehmbarer. Doch fast alle Flächen sind inzwischen vergeben. Die Energiewende sei schon längst vom rechten Weg abgekommen. Gefüttert wird das ganze System mit Geld von uns. Und jetzt kommen Leute auf den Plan und sagen, ich auch. Vor allen Dingen, wie gesagt, klamme Gemeinden oder Gemeinden, die schon unter kommunaler Zwangsverwaltung stehen, die schreien am lautesten. Denen ist das eigentlich völlig egal, denen interessiert die Energiewende nicht. Die brauchen Geld und ich verstehe die auch. Die müssen Kindergarten am Leben halten, die müssen ihre Struktur am Leben erhalten. Aber wir finanzieren momentan mit diesen erneuerbaren Energien, beziehungsweise mit der Umlage, völlig. Also wenn es die Gemeinden bei uns betrifft, dann habe ich ja noch fast Verständnis. Aber das meiste Geld fließt ab. Neben wirtschaftlichen sind auch technische Probleme zu lösen. Dass sehr viel grüner Strom, aber nur wenig grüne Wärme erzeugt wird. Ein Ansatz dazu, das sogenannte Heat-to-Power-Prinzip, das in Schwerin bereits Anwendung findet. Mit dem überschüssigen Strom wird einfach Wasser erhitzt, statt ihn umständlich zu speichern oder vorzutransportieren. Die Energiewende als gesellschaftlich heiß diskutiertes Thema, nur eines von vielen, denen sich die Heinrich-Böll-Stiftung MV widmet.